Guten Morgen und willkommen zurück. Zeit für die Frühstücksbörse. Eine leichte Verzögerung hier bei mir am Morgen. Gerade ein ewig langes Marathon-Webinar mit meinem lieben Kollegen Marshall hinter mir. Ja, dort einiges zu berichten hier über die Finanzmärkte und Marshall und ich uns beide wie gewohnt gegenseitig die Bälle zugeschoben. Einige Informationen also, die wir hier bis vor wenigen Minuten derzeit zusammengetragen hatten. Sauber! Moin, moin, Robert. Tag, Tag, grüß dich auch. Ja. Die Märkte insgesamt weiter interessant unterwegs. Und zwar hier, wir sehen es, Informationen, Überschriften, Euro, also drückt ein Stückchen weiter wirtschaftlich gesehen in Richtung Rezession. Das könnte natürlich die Märkte auch ein Stückchen weit weiterhin hier in Mitleidenschaft mittelfristig hier ziehen und weiterhin eben genau das springende oder der springende Punkt, das große Thema, inwiefern der Euro weiterhin Abgabedruck zeigt und inwiefern der Euro weiterhin sich hier abwärts bewegen dürfte. Insgesamt, und da gucken wir uns gerade mal hier, nehmen wir aber einmal den Blick des Dollarindex hier auf. Da stellen wir fest, dass der Dollarindex da am Widerstandsbereich, vermeintlichen Widerstandsbereich jedenfalls hier unter Abgabedruck steht. Fallender Dollarindex deutet natürlich dann weiterhin an, dass in dem Zusammenhang hier also der US-Dollar weitere Schwäche anzeigen dürfte. Die gewisse Schwäche natürlich, die eintritt, dürfte dazu führen, dass der Dollar einfach unter Abgabedruck weiterhin sich befindet. Heißt übersetzt, Euro-Dollar könnte weiterhin zulegen. Wir könnten erwarten, dass der Markt sich weiterhin aufwärts bewegt. Wir sehen Ähnliches natürlich auch weiter in den anderen Währungen im Pfund auf langfristigen Chart ebenso Druck nach oben zu erwarten. Auch der Aussie weiterhin hier positiv ausgehend und das Ganze sorgt natürlich weiterhin hier auch Risikopotenzial. Marshall hat es eben angedeutet in englischer Sprache. Rezession, Wünsche, Sorgen, Problematik im Allgemeinen muss nicht unbedingt dafür sorgen, dass die Aktienmärkte also weiterhin einbrechen. Wir sehen es hier, gucken wir uns den Monatschart an. So sehen wir insgesamt, dass nach Druck auf der Short-Seite der Markt nun komplett die Richtung gewechselt hat und sich weiterhin hier auf positiver Ebene befindet, mit vielleicht der Möglichkeit auch weiterhin zulegen zu können und weiteres Potenzial nach oben also anzeigen zu können. Das heißt also hier übersetzt, dass vielleicht erst einmal Aufwärtspotenzial weiter bestehen könnte. Ich wäre dort allerdings leicht pessimistisch, was dieses starke Potenzial hier mit weiter Long-Möglichkeiten anbelangt. Ich halte die Bewegung hier eher für eine Rallye im Bärenmarkt, sehe also eher, dass wir vielleicht gerade hier im Vergleich in der Vergangenheit dann aus dem März rutsche nach oben, dann nochmal hier leichte Positivität und Markt fiel daraufhin weiterhin ab. Dass wir Ähnliches vielleicht auch hier in diesem Handelsbereich sehen könnten, eben genau dann um den 4250, 4300er Handelsbereiche, der aktuell also im S&P 500 hier weiter ein Stückchen weit Druck vielleicht nach oben, positives Potenzial nach oben anzeigen könnte, dürfte, sollte allerdings dann mittelfristig vielleicht wiederum hier Potenzial abwärts zeigen könnte. Wir sehen es bald, wir sind hier nahe des gleitenden Durchschnitts, was die Marktbewegung hier als solches anbelangt. Gucken wir uns den Nasdaq an. Auch dieser zieht weiter nach oben, ist allerdings bereits hier am Widerstandsbereich erst einmal vielleicht gefangen. Interessanterweise allerdings hat sich der Nasdaq, der Tech-Index, Technologie-Index, also derzeit stärker sogar nach oben bewegt. Also dort im Vergleich zum Vormonat sogar weiteres, stärkeres Aufwärtspotenzial hier gezeigt. Und zwar direkt auf der Unterstützungszone hier auf dem gleitenden Durchschnitt. Auch dazu hatte Marshall einen Kommentar. Und zwar vielleicht ja die Erwartungshaltung zu Alan Greenspan und Ben Bernanke in die Vergangenheit schauend. Und zwar der sogenannte Fed Put heißt, die Notenbank sorgt schlussendlich am Ende dann doch vielleicht immer noch dafür, dass die Märkte ein Stückchen weit eine Stütze bekommen und weiterhin Positivität zeigen dürften. Aktuell, was ja natürlich auch weiter auf die Märkte einwirkt oder auch eingewirkt hat, sind die weiteren Zinsfantasien, natürlich die weiteren, die Anstiege hier weiterhin auf dem Zinsniveau. Auch dazu sehen wir erst einmal etwas. Wir sehen nämlich, dass die 10-jährigen Renditen sich lösen von den vorangegangenen Hochpunkten, heißt die Erwartungshaltung vielleicht an die Federal Reserve
könnte ein Stückchen weit schwinden, könnte dafür sorgen, dass also vielleicht hier die Federal Reserve natürlich in der Erwartungshaltung positiv angedeutet hat, dass sie weiter an der Zinsschraube dreht und entsprechend dann auch die weiteren Stellschrauben der Notenbank dann Früchte zeigen, dafür sorgen, dass also hier der Markt, die Märkte im Allgemeinen vielleicht sich dann weiterhin in ältere Regionen vorarbeiten. Positiv für mich nach wie vor hier TLT, das ETF auf den US-Bondmarkt dürfte weiterhin hier Potenzial zeigen. Wir sind durchaus 20, 30%, vielleicht 20% mal etwas vorsichtig ausgedrückt, Potenzial nach oben drin. Ich sehe jedenfalls hier bis zur 130er Marke könnten wir uns aufwärts bewegen. Sprechen wir vielleicht von 15% Aufwärtspotenzial hier zunächst. Spricht jedenfalls dafür, dass vielleicht die Märkte sich weiterhin erst einmal leicht positiv hier zeigen. Die Frage eben dann, wie gesagt, natürlich, wie ist langfristig hier die Herangehensweise? Wie bewegen sich die Märkte langfristig? Und da sehe ich vielleicht nicht unbedingt eine starke Aufwärtsbewegung, aber erst einmal, wie gesagt, hier sprechen die Märkte für durchaus eine leichte Positivität, was jedenfalls hier den Bondmarkt als solches anbelangt. Zurück dann hier zu den Devisenmärkten und vielleicht auch den Informationen in den Vereinigten, nein, in Großbritannien, in den Vereinigten Europäischen Emiraten, wollte ich gerade sagen. In Großbritannien bewegt sich Rishi Sunak weiterhin in die Richtung, dass er also nach wie vor hier die mit Personal Income Tax, also die Einkommensteuer reduzieren möchte, und zwar über mehrere Jahre verteilt. Durchaus 20% in den nächsten Jahren soll dort an der Zinsschraube, ja, an der Einkommensteuerschraube gedreht werden. Dürfte interessant sein, inwiefern er sich dort durchsetzen kann. Meine persönliche Befürchtung in Anführungsstrichen, wobei ich dort eher leidenschaftslos bin, dass es eher Rishi Sunak dort werden wird als neuer Premierminister in Großbritannien. Gucken wir mal, inwiefern er sich dort gegenüber dem Lager von Liz Truss durchsetzen kann, die nämlich entsprechend natürlich weiterhin hier die größeren Grabenkämpfe weiter aufmachte. Am 5. September wissen wir mehr. Das Pfund bewegt sich positiv. Und da sehen wir natürlich aktuell, dass der Pfundemarkt durchaus langfristig, ich habe hier heute früh diese breite Unterstützungszone hereingemalt, die wir hier genau sehen können. Und zwar diese breite Zone, die wir hier mehrfach angetestet haben, und zwar über einen sehr langen monatlichen Zeitraum, 2016. Bis dahin datiert also der Markt hier 6 Jahre lang zurück, hat er sich öfter auf der Unterstützungszone aufgehalten. Und Marshall und ich haben es angesprochen, das Thema. Ich sehe erst einmal keine Stärkephase im Pfund im Allgemeinen, und das Problem einfach genau in den Märkten hier als solches, in der technischen Chartanalyse, sieht mir alles nach einem schwächeren Pfund erst einmal aus. Insgesamt wundere ich mich allerdings hier, wo diese Pfund, diese US-Dollar, so rum, eine Schwäche im US-Dollar, das habe ich mir hier ganz schön verhaspelt, Pfund stärker, US-Dollar schwächer auf breiter Bank. Insgesamt wundere ich mich allerdings ein Stückchen, weil woher diese US-Dollar-Schwäche kommen soll. Allerdings im Chart, wie gesagt, kann sie ausgemacht werden. Im Pfund-US-Dollar-Markt hier sieht mir das ganze Lager durchaus positiv aus. Vielleicht Einstiegspunkt hier oberhalb der 1,22er Marke. Stop-Loss müsste natürlich hier relativ weit entfernt sitzen bei der 1,1950. Der Chart ja hier vom Monatschart her mit langfristiger Handelsmöglichkeit ausgiebig durchaus gespickt. Hier spricht für mich dafür, dass natürlich dann hier der Markt sich weiter nach oben bewegen könnte. In Richtung 1,2630, in Richtung 1,32, 1,33 mit Aufwärtspotenzial vielleicht. Hieße also hier, der Markt könnte sich weiterhin nach oben bewegen, mit durchaus der Möglichkeit, wie gesagt, hier einen durchaus weiter steigenden Pfundepreis hier zu sehen. Pfundepreis, wie gesagt, könnte natürlich hier im Markt weiter zulegen und dafür sorgen, dass also dann der US-Dollar mit weiterer Stärkephase hier erst einmal abwarten muss. Generell das gleiche Bild auch im Euro. Auch hier sehen wir natürlich diese Stärkephase des Euro aktuell, der überverkaufte Bereiche erst einmal verlassen. Problematik vielleicht oder Lösungsansatz hier könnte vielleicht sein, dass natürlich im Allgemeinen, also hier Marktteilnehmer allesamt bereits auf der Short-Seite investiert sind und die Fragestellung immer wieder in den Märkten natürlich im Allgemeinen
wenn bereits allesamt investiert sind auf der Short-Seite, also auf der Verkaufsseite. Wer bleibt dann weiterhin, um die Märkte weiterhin nach unten zu drücken? Das könnte eben genau das der Grund sein, warum der Markt hier in eine Richtung, Gegenrichtung nach oben sich gerade vorbereitet. Im Wochenchart sieht das für mich ganz gut aus. Das heißt, Unterstützungszone nach unten, Markt zieht nach oben. Leichter Rücksetzer in der letzten Woche durchaus hier mit dann aber positivem Potenzial, spricht auch hier für mich dafür, dass vielleicht der Markt sich weiterhin aufwärts bewegen könnte und entsprechend dann, wie gesagt, hier mit weiterem Druck nach oben sich bewegen könnte und entsprechend, wie gesagt, die Aufwärtsrichtung nach oben erst einmal weiterhin fortschreiben könnte. Das sieht im Tageschart auch als solches gar nicht so schlecht aus. Nach wie vor gleiche Zone, und zwar diese grüne Trendlinie hier, die vormalige Unterstützungszone, die sich jetzt als Widerstandsbereiche entpuppen könnte. Wenn also der Markt auf oder oberhalb dieser 1,02, 1,0250er Marke sich ansiedelt, dann wird das für mich hier gleichbedeutend mit weiterem Aufwärtspotenzial, möglichem Aufwärtspotenzial. Die Märkte, wie gesagt, hier sprechen für mich eher dafür, dass wir eine gewisse Dollar-Schwäche sehen könnten. Vielleicht auch nur kurzfristiger Natur, vielleicht nicht unbedingt mit allzu langer Ausprägung. Das wäre ja noch ein weiterer Punkt. Mal hier diese Widerstandspunkte zu verbinden, würde hier entsprechend weitere Handelszonen auch ausmachen lassen. Diese Handelszone auch genau hier könnte natürlich sogar alsbald mit dem 1,03, 1,0320er Marktwiderstand eintreten. Das heißt also dieser gleitende Durchschnitt als einen Widerstandspunkt und dann hier ein Stückchen weit tiefer die Zone mit dem Tageswiderstandsbereich, also dem ATR, der Handelsrate des Widerstandes, der erwartet werden könnte, jedenfalls auf Handelsebene im Tageschart, wäre also genau vielleicht hier dann die Zone, wenn der Markt zulegt, dann entsprechend hier an dieser Zone vielleicht erst einmal scheitern zu können. Wir gucken uns die Aktienmärkte an und dazu passt dann auch der Australdollar. Auch der sieht positiv aus. Das heißt, egal wo wir hinschauen, sehen wir aktuell eine gewisse Dollar-Schwächephase. Und der Australdollar hier scheint sich von dieser Unterstützungszone, von der grünen Zone lösen zu wollen. Auch hier also weiteres Aufwärtspotenzial zu beobachten. Insgesamt kann man sehen, dass die schwarze Widerstandszone ja scheinbar bereits durchbrochen wurde. Es sei denn, es liegt hier nochmal so ein Fake-Ausbruch vor, wie in etwa hier vielleicht, und der Markt fällt daraufhin weiterhin abwärts. Für mich deutet das ganze Thema allerdings hier zunächst an, dass hier, wie gesagt, der Markt weiterhin fallen dürfte und entsprechend, wie gesagt, dann mit Abwärtspotenzial hier uns erneut eine gewisse Stärkephase nach oben hier zeigen dürfte. Das heißt, der aussieht positiv. Das bringt mich dann zu den Aktienmärkten. Wie gesagt, hier vielleicht mal ein Blick in Richtung Europa. Der DAX, Deutsche Aktienindex, sieht auch weiterhin positiv aus. Auch das spricht für mich also dafür, dass vielleicht hier die Aktienmärkte erst einmal mit einer leichten positiven Marktbewegung sich nach vorne wagen. Das Thema, was ich ansprach in den Vereinigten Staaten ebenso zuvor, da also hat sich der Vorsitzende dort, der Neil Kashkari von der Federal Reserve Bank aus Minneapolis vor das Mikrofon gewagt und gesagt, hey, also das 2% Inflationsziel wird hier weiterhin verteidigt werden, koste es, was es wolle, in Anführungsstrichen, es sei also very concerning, man sei dort sehr besorgt über diese stark ausgetriebene oder sich entwickelnde inflationäre Bewegung, denn das koste die normalen, einfachen Haushalte natürlich hier viel weiteres Geld, heißt also, man werde alles dran setzen, um weiterhin dort die Inflation bekämpfen zu wollen. Dazu hatte entsprechend mein Kollege Marshall noch kommentiert, dass Kashkari auch eher einer der weiteren dovischen, also eher der weichen, harmloseren Fed-Befürworter in Bezug der Zinsanpassungsmotivation hier aktuell ist. Das heißt also, wir sehen dort natürlich durchaus Potenzial weiterhin hier in gewissen Märkten, die sich ergeben könnten. Der DAX, wie gesagt, vielleicht nicht direkt dort beeinflusst, zieht aber weiterhin nach oben. Auch da sehen wir natürlich, dass wir uns hier erst einmal durchaus haben positiv lösen können von dieser Unterstützungszone hier. Blick auf die Vorwoche verrät, meine Handelsidee hier hätte dort sehr gut funktioniert. Erstes Kursziel also auch dort weiterhin hier erreicht wurde. Das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte. Vielleicht mal Blick in Richtung Öl und kanadischen Dollar. Starten wir mit dem Ölmarkt. Da habe ich meine Long Order im Markt. Die sieht
Tja, erst einmal natürlich ein bisschen pessimistisch gesprochen aus aktuell. Ausbruch nach oben. Markt hatte sich am Freitag vielleicht nicht die beste Handelsidee hier am Freitag dort, hatte sich nach oben hin bewegen können, ist daraufhin allerdings dann erst einmal abgerutscht weiterhin. Trotzdem verrät der Blick mir hier erstmal, dass wir noch im leicht steigenden Trendkanal unterwegs sind. Blick auf den Tagesschart verrät mir vielleicht, dass der Markt noch mal ein bisschen steigen könnte, bevor die Fragestellung mit fallenden Preisen hier angenommen werden könnte. Generell auf der Long-Seite natürlich und vor allen Dingen im langfristigen Chart, im Wochenchart, sieht der Markt nicht allzu schwach aktuell aus, sondern scheint sich eher ein Stückchen weit fangen zu wollen und vielleicht weiterhin zuzulegen. Ähnliches Bild verrät mir auch dann hier der Monatschart, auch der. Mal ein neues Chartbild kurz auf hier. Auch der Monatschart sieht für mich weiter eher positiv aus und könnte dafür sprechen, dass wir wiederum hier zulegen können. Warten wir also ab und gucken, wie der Trade hier sich aktuell, wie gesagt, dann verhält. Die Widerstandsbewegung, das war ja so der springende Punkt hier, könnte natürlich jetzt genau dafür sprechen, dass es sich hier um einen Fake-Ausbruch handelt. Der Markt also wiederum hier zurückdreht. Das wäre genau die Erwartungshaltung vielleicht hier. Nichtsdestotrotz, obgleich auch sich der Ölmarkt seitwärts oder abwärts bewegte, bleibt unser kanadischer Trade offen, und zwar Dollar-Cut sind wir weiterhin short. Da sind wir leicht positiv, leicht vorne liegend im Einstandsbereich. Markt könnte sich allerdings weiterhin hier noch abwärts bewegen. Kursziel auf unterer Ebene. Gucken wir, wie weit der Markt sich bewegen kann. Abwärtsdruck erst einmal positiv hier zu sehen. Und dann vielleicht zu guter Letzt die Metallmärkte. Starten wir mit Silber. Auch hier müssen wir noch mal kurz anschauen. Da haben wir auch eine starke Aufwärtsbewegung hier, die wir erwarten könnten weiterhin. Der Silbermarkt auch hier spricht für mich positiv ganz klar hier hervor. Auch dort fallendes Trendpotenzial hier sorgt hier dafür, dass der Markt nach oben sich bewegen könnte. Weiteres Aufwärtspotenzial also durchaus zu erwarten, und das Ganze dann im Goldmarkt übersetzte, spricht auch für mich positiv. Da haben wir den Stop-Loss ja bereits auf Einstand gesetzt. Auch hier sieht der Markt weiterhin positiv aus und spricht für mich dafür, dass also, wie gesagt, hier weiterhin positives Potenzial laufen könnte. Die Positionen also hier vielleicht nochmal kurz in der Übersicht. Öl, wie gesagt, liegt aktuell hinten. Gold liegt weiter vorne und der Dollar-Cut-Trade auch vorne. Das heißt, erst einmal warten wir ab, schauen wir, wie wir hier die Märkte weiterhin handeln. Aber Aufwärtspotenzial, schwacher US-Dollar dürfte die Metallmärkte, gerade natürlich auch den Goldmarkt hier, weiterhin stützen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, weiter viel Erfolg, Updates ganz klar via Telegram. Bis dahin, ciao, ciao.